Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und in deinem Geiste. Lieber Herr Weihbischof, liebes Domkapitel, liebe Schwestern und Brüder, wir feiern das Weihefest dieses heiligen Hauses, unseres Domes. Wir feiern es in einem Jahrzehnt, in dem wir auf 1000 Jahre Grundsteinlegung unseres Domes zugehen. Dieser Dom, ein stiller Zeuge des Glaubens und der Geschichte der Menschen, nicht nur hier in unserer Region, sondern weit darüber hinaus. Ein großes Sinnbild von Gemeinsamkeit, wie vor dem Portal steht, ut unum sint, und auch gleichzeitig von den Zerwürfnissen und Zertrennungen der Geschichte. Ein verwundetes Bauwerk, immer wieder aufgerichtet. Ein Bauwerk, das vielen, vielen Menschen Heimat gibt und das uns immer wieder zu Gott erheben kann, gemeinsam zusammenführt, ein Bild des himmlischen Jerusalem, der tiefen Sehnsucht der himmlischen Heimat, die in uns Menschen steckt. So feiern wir dieses Fest, sind dankbar für unseren Dom, aber noch mehr für unseren Glauben und unseren Gott, der uns hier zusammenführt, der in der Stille dieses heiligen Hauses wohnt und uns immer wieder berührt und Gemeinschaft in Christus schenkt. Ihn in unserer Mitte rufen wir an. Ja, Herr, erbarme dich unserer Welt. Verzeih uns unsere Schuld, wo wir aneinander schuldig werden, und zeige uns den Weg zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra mater, et in terra.
Lasset uns beten. Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir den Weihetag dieses heiligen Hauses. Höre auf die Bitten deines Volkes. Hilf uns, dass wir an diesem Ort in rechter Gesinnung den heiligen Dienst vollziehen und den Reichtum der Erlösungsgnade empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Im zweiten Jahr des Königs Darius erging am ersten Tag des sechsten Monats das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an den Statthalter von Juda, Zerubabel, den Sohn Shealtiels und an den hohen Priester Jeschua, den Sohn des Josadak. So spricht der Herr der Heere. Dieses Volk sagt: Noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heere: Überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löcherigen Beutel. So spricht der Herr der Heere. Überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Wort des lebendigen Gottes. Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit. Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit. Wie liebenswert ist deine Wohnung, du Herr der Scharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch, sie jauchzen hin zu Gott, dem Lebendigen. Alle
auch der Sperling findet ein Haus, ein Nest, die Schwalbe, um ihre Jungen zu hegen bei deinen Altären. Herr der Scharen, mein König und mein Gott, selig, die in deinem Hause wohnen, sie dürfen dich alle Zeit preisen. Her auf unseren Schild und schau auf das Antlitz deines Gesalbten. Ja, ein einziger Tag in deinen Hüfen ist besser als tausend andere. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, ihr seid jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Jesus Christus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist mit erbaut. Wort des lebendigen Gottes. Gott, der Herr, ich habe dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name hier sei auf ewig.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte ein Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er rum. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Machthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du wirst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und alle, die uns auch über das Internet heute hier mitverfolgen können und mitfeiern können. An diesem Sonntag beginnt die große Bischofssynode, Weltsynode in Rom, die ein wichtiger Markstein in der Geschichte der Kirche sein soll, über die Synodalität im Volke Gottes, über das gemeinsame Gehen in die Zukunft hinein. Gestern Abend in einer Vigilfeier von der Gemeinschaft von Thésée mitgetragen war, ein ökumenisches Gebet war, um in diese Synode hineinzugehen, Vertretern auch anderer christlicher Kirchen gemeinsam, hat der Papst in seiner Predigt auf die Stille hingewiesen, die wesentlich und notwendig sei, damit ein solches ganzes Geschehen Fruchtbarkeit bringen kann. Auf die Stille als etwas Wesentliches, das zu unserem Christsein gehöre, nämlich das Geschwätz, die Ideologien dieser Welt, das Entscheidende sein, sondern das Hören
auf Gott. Nun könnte man zunächst ein bisschen irritiert sein durch diesen wichtigen Aspekt. Geht es also darum, nicht die klaren Stimmen, die überall in der Kirche, nicht nur in Deutschland, laut werden, dass es endlich einen Weg der Erneuerung, der Reform der Kirche brauche, um sie wieder in die Stille zurückverweisen, zum Schweigen bringen, was da aufbricht. Und es gibt ja auch noch einen zweiten, fatalen Aspekt von Stille. Die, die sich schon gar nicht mehr empören und aufregen, die gar nicht mehr laut werden, sondern einfach nur still ausziehen und nicht mehr da sind. Still weg. Geht es um solche Stille, Grabesstille in der Kirche? Das kann der Papst ja nicht gemeint haben. Und so lohnt es sich wirklich, einen Augenblick über die Stille als Grunddimension unseres Glaubens nachzudenken. Und da wäre der erste Gedanke doch der, dass wahre, wirkliche Stille nichts zum Verschweigen und zum Verstummen bringt, sondern alles erst zum Hören. In der Nacht, wenn es ganz still ist, sind die Geräusche lauter, wahrnehmbarer. Die Vertrauten, das Knacken im Flur, im Haus oder wo, und die Unvertrauten, manchmal sind sogar die vertrauten Geräusche unheimlich und wie fremd. In der Stille wird eigentlich, in der wirklichen Stille, wird eigentlich erst alles hörbar. Auch das, was still und verschämt und leise sich vollzieht. Das, was sonst keine Lobby hat, was nicht im lautstarken Getriebe da ist. In der Stille kann alles hörbar werden. Aus der Stille erwächst ja auch nur das Wort oder der Klang, wie wir eben wieder wunderbar bei den Chorgesängen gehört haben, die sich in diesem Raum verteilen. Ohne die Stille kann sich nichts entfalten. Wenn hier ein riesen Klangteppich darunter gewesen wäre, dann hätte man nichts gehört. Also ist Stille zum Hören notwendig. Und das ist, glaube ich, für unsere heutige Zeit so wesentlich, denn die Verwerfungen und das Hin und Her und die verschiedenen Blasen, die sich dort bilden, gegeneinander, die sind ja nicht nur in der Kirche zwischen den Bewahrern und Reformern, und manchmal wird das auch sehr, sehr hart ausgetragen. Das findet sich ja auch in unserer Gesellschaft wieder. Unsere Gesellschaft ist laut geworden, unruhig, unzufrieden. Umfragen sagen ständig Unzufriedenheitswerte mit Regierung, mit Demokratie, mit dem Leben. Wir hören nicht mehr aufeinander, und das nimmt das Band, das uns miteinander verbindet, auseinander. In der Tat ist das Erste wirklich, ganz frei hören zu können. Aufeinander, damit ein Gespräch, damit Dialog, damit gemeinsames Verstehen auch von völlig Fremden und Unterschiedlichen wird, damit man selbst nochmal sein eigenes Wort in der Stille, in der Resonanz vernimmt. Es gibt einen wichtigen Soziologen und
Philosophen heute, Hartmut und Rosa, der sehr stark von der Frage der Resonanz her versucht, unsere Gegenwartsherausforderung zu erklären und motivieren. Welche Resonanz hat mein Wort im anderen? Was bewirkt es, was verletzt es, was baut es auf? Resonanzen hört man nur in Räumen der Stille. Und ohne Resonanz und wieder reagieren können und miteinander kein wirklicher Dialog, nur Scheindialog, nur eigene Meinung, Fake News, sein Ding durchbringen, seine Parteiung, sein Ziel. So ist es doch gut, dass die Kirche schon auch der Bau ein Raum der Stille auch erstmal ist, in dem alles auch hörbar werden kann. Gehen wir noch einen Schritt weiter, was Stille bedeuten kann. Das hat mich sehr, sehr berührt. In einem Film, der vor einigen Jahren von französischen Kinos wirklich dafür gesorgt hat, dass die Kinos voll waren und auch in Deutschland eine große Resonanz hatte. Ziemlich beste Freunde, hieß er. Erzählt von einer Geschichte eines reichen und französischen Unternehmers der Oberschicht, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt ab dem Halswirbeln war, durch einen Fallschirmsprung, der daneben ging, und von seinem algerischen Pfleger Abdel und zwischen diesen beiden eine ganz eigene Freundschaft. Über alle Schichtungen und sozialen Verwerfungen, die gerade in Frankreich und in den großen Banlieues von Paris ein sehr auch hartes Thema sind. Vielleicht hat es die Menschen deswegen gerade so bewegt. Diese Geschichte, die einen wahren Hintergrund hat, von einem Philipp Pozzo del Borgo, der seine Geschichte in einer Dokumentation auch erzählt hat. Und er erzählt von seinem Unfall und erzählt, wie er danach aus dem Koma wieder aufgewacht ist. Und wie ihn dann, weil er sich gar nicht mehr regen konnte, eine unglaubliche Stille umfangen hat. Eine Stille, in der nichts mehr war, weil er selber auch kein Geräusch mehr machen konnte. Eine Stille, in der nichts mehr war, außer, und das sagt er selbst, in der Stille kommen sie radikal zu sich selber. Und er führt dann noch weiter aus, und das war tief berührend. Und wenn sie zu sich selber kommen, in dieser Stille, in der sie ausgeliefert sind, kommen sie am Ende zu dem Kind in ihnen. Zu dem, was sie in ganzer Einfachheit, vielleicht auch Nacktheit des Lebens sind. Wenn alles andere weg. Das berührt, weil dieses zu sich selber kommen, mitten in diesem Lärm und Getriebe unserer Welt, ist so eine Sehnsucht von Menschen. Und er sagt, kommen Sie zu sich selber, aber wenn es eben geht, ohne Unfall, so zu sich kommen, bei sich sein, zu dem Innersten kommen, zu dem, was man in ganz einfacher, lauterer Struktur ist, nicht mit all den anderen Dingen, sondern was man im Tiefsten ist. Und in dieser innersten Einsamkeit des Ichs, das ist das, wie ich finde, doch so Berührende, ist das Kind, das man darin wieder entdeckt, dass man von Anfang an ist, gleichzeitig ein Hinweis auf die größte Gemeinsamkeit, die wir Menschen alle haben. Da sind wir
alle gleich. Wir sind alle als kleine Kinder geboren, aus der Stille herausgekommen und gehen in die Stille wieder ein. Das Individuellste ist das Gemeinsamste und macht uns fähig zur Empathie, zum Mitfühlen, auch mit ganz fremden Schicksalen. Weil wir alle wissen, dass wir Menschen im tiefsten sind, wie kostbar, zerbrechlich und auch ohnmächtig manchmal. Die größte Gemeinsamkeit, das Wissen darum, dass wir urverbunden sind miteinander, dass, wie Jesus sagt, es einen Vater im Himmel gibt, der uns alle miteinander in der Hut hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, erwächst aus dieser Stille heraus. Das Band der Gemeinsamkeit ist viel, viel stärker, als was durch alle Programme, Parteiungen und Lobbys geschaffen werden könnte. Weil es eine tiefe Fähigkeit der Empathie, der Liebe in uns wecken kann. Der Solidarität. Und die ist dann nicht mehr an äußere Merkmale gebunden, sondern an das nackte Menschsein, an das Dasein. Das gibt uns eine universale Dimension. Und es gibt uns den Horizont, wie wir alleine die Fragen unserer heutigen Zeit auch lösen und in die Zukunft bringen könnten, damit nicht durch Ungerechtigkeit und Machtblöcke die Auseinandersetzungen sich immer weiter hochschrauben, bis dahin, dass sie in eine gemeinsame Katastrophe der Menschheit münden könnten. Dieses wächst aus der Stille. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern dieses Weihetag dieses Hauses. Mich hat in dieser Woche die Schriftlesung, die auch kursorisch in dieser Woche dran war, aus dem Propheten Haggai, die wir am Anfang gehört, sehr berührt. Wir haben sie während der Bischofskonferenzen gehört. Und da tut es auch mal gut, ein bisschen Stille zu haben und Ruhe. Und zu Gott zu kommen zwischendurch. Und der Prophet Haggai, den Menschen, die nun, nachdem sie wieder zurück aus dem Exil kommen konnten und ganz geschäftigt mit allem möglichen Aufbau, Wiederaufbau ihrer Lebensgrundlagen sind, aber den Tempel Gottes vergessen, den Tempel Gottes in Erinnerung, baut ihn auf, aber er gibt ihnen etwas anderes zu denken. Schaut einmal, wie es euch ergeht. Ihr arbeitet bis zum Umfallen und doch habt ihr nie das Gefühl, dass es geschafft ist. Ihr esst und ihr werdet nicht satt. Ihr macht alles Mögliche, aber es fehlt etwas, etwas ganz Wesentliches. Die innere Mitte, der Tempel. Der heilige Ort Gottes, eine Qualität mitten in dem ganzen Betrieb und dem Bemühen, die nur von hierher mitten in das Leben der Menschen hineinkommen könnt. Merkt ihr nicht, wie es euch ergeht, wie ihr immer abgehetzter werdet, immer lauter und nicht mehr zu euch selbst zur Ruhe und zur Gemeinschaft finden könnt. Das ist die Stille, in der Gott im Heiligen Haus wohnt und in die wir kommen können und warum es so notwendig und wichtig ist, dass wir solche Orte und Häuser und solche Augenblicke des Miteinanders mitten im Getriebe dieser Welt haben. Auf dem Hintergrund lasst uns gemeinsam für die Synode auch beten, dass aus der Stille große Frucht wachsen kann. Amen.
Tag der Weihe unseres Domes und kurz vor Beginn der Weltbischofssynode wenden wir uns im Gebet an Gott, unseren Vater, der uns aus vielen Steinen zu einem Bau im Heiligen Geist zusammenfügt. Für unseren Bischof Karl-Heinz Wiesemann und unseren Weihbischof Otto. Für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger und für alle Gläubigen. Dass wir immer mehr zum Segensort inmitten der Welt werden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhör uns. Für die Bischöfe und alle Teilnehmenden der Synodenversammlung. Dass aus ihrem gemeinsamen Hören auf den Heiligen Geist Wege für eine am Evangelium erneuerte und synodale Kirche entstehen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhör uns. Für Theologinnen und Theologen, dass die Gaben des Heiligen Geistes sie in ihrer Arbeit begleiten, damit der Glaube im Volk Gottes vertieft werde. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhör uns. Für junge Menschen, die nach Wahrheit und Spiritualität suchen, dass sie sich in der Kirche beheimatet fühlen und anderen mit Begeisterung eine Hoffnung schenken, die aus der Begegnung mit dir erwächst. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhör uns. Für alle Menschen, die sich mit ihren Sorgen und Nöten und mit ihrem Dank hier im Dom zum Gebet versammeln. Und für alle, die sich für den Erhalt des Domes einsetzen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, besonders für Weihbischof Ernst Gutting, an dessen 10. Todestag wir in diesen Tagen denken. Und für den verstorbenen Wohltäter des Domes. Um die Erfüllung ihrer Hoffnung auf das ewige Leben bei dir. Gott, unser Vater. Wir bitten dich. Allmächtiger Gott, wir sind in deinem Haus, in der Gemeinschaft mit allen Gläubigen in Einheit versammelt. Wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst und loben dich heute und in Ewigkeit. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du dieses Haus zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Nimm die Gaben an, die wir an dieser Stätte darbringen, und mach auch uns selbst zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Zu deiner Ehre wurde dieses Haus errichtet, indem du deine pilgernde Kirche versammelst, um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart zu zeigen und ihr die Gnade deiner Gemeinschaft zu schenken. Denn du selber baust dir einen Tempel aus lebendigen Steinen. Von allen Orten rufst du deine Kinder zusammen und fügst sie ein in den geheimnisvollen Leib deines Sohnes. Hier lenkst du unseren Blick auf das himmlische Jerusalem und gibst uns die Hoffnung, dort deinen Frieden zu schauen. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Amen.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke künden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Weihetag dieses Hauses, an dem du es zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den Herrn, das Haupt der Kirche, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Karl-Heinz, unseren Weihbischof Otto und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,
und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns so Kindern Gottes macht. Daher dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auferstandene ist mitten unter uns. Ihn bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden. Sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und unserer Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
lasset uns beten. Herr, unser Gott, am Weihetag dieser Kirche haben wir das Opfer des Lobes dargebracht. Mache diese Feier für uns zur Quelle der Gnade und der Freude, damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird, durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, danke für die gemeinsame Feier und dieses Domweihfestes, für das Gebet und Mitgehen. Danke für die wunderbare Musik und für alle an diesem Tag meinen herzlichen Dank, die sich um unseren Dom kümmern. Das Domkapitel in besonderer Weise, Dompropst und Domdekan und Domkustos, aber all den vielen in der Sakristei und unsere Messdiener natürlich, aber den vielen Kräften vom Dombauamt und darüber hinaus. Ich will jetzt nicht anfangen, etwas aufzuzählen, dann habe ich etwas vergessen, bis in die Unterstützung des Dombauvereins und der Stiftung hinein. Unser Dom ist uns natürlich lieb und teuer, das wissen wir auch, aber er ist etwas Einmaliges, was wir haben, ein ganz großartiger Zeuge des Glaubens, der uns zusammenruft und uns gerade in dieser Zeit auch ermutigen kann. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten um das Gebet für die Weltsynode, dass es wirklich zu einem Ort wird, wo man aufeinander hört, aber wo auch mutig die Dinge vorgetragen werden aus der ganzen Welt. Dass wir mehr hören, brauchen ein viel weiteres Kirchenverständnis. Und das kann darin auch kommen, indem wir die Unterschiedlichkeit und das tiefe Gemeinsame hören können, wie ich versucht habe, auch einen Weg ein wenig aufzuzeigen. Ein solcher mutiger Zeuge in seiner Zeit war Weihbischof Ernst Gutting. Seinen 10. Todestag haben wir in dieser heiligen Messe auch mit dem Gebet in besonderer Weise begangen. Und sein Einsatz und sein mutiges Zeugnis wird auch dauerhaft in unserer Diözese nachwirken und hat im vielen an Aktualität nicht verloren. Für eine missionarische Pastoral, eine Erneuerung von innen her aus dem Geist Gottes, aber auch sein Einsatz für die Frauen in der Kirche. Und deswegen denken wir an ihn dankbar und schließen ihn auch in unser Gebet ein. So wollen wir um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Und so segne euch und erbaue euch immer neu als geistliches Haus aus lebendigen Steinen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn. Und wenden wir uns zum Schluss zu unserer Patronin, der Gottesmutter Maria, mit der besonders inständigen Bitte, dass sie durch ihre Fürsprache und ihr mütterliches Geleit uns immer wieder Erneuerung im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe schenkt.